Im Schwarzwald, klarer Marktführer, nehmen die Pisten am Feldberg unter den Mittelgebirgsskigebieten auch deutschlandweit eine Spitzenposition ein. Weite Genusshänge bis hin zu anspruchsvollen Weltcup-Strecken sorgen für ordentlich Abwechslung. Mit den üblichen mittelgebirgsbedingten Einschränkungen ist das Skigebiet auch relativ schneesicher. Ein Skitag am Feldberg beginnt oft im Parkhaus am Seebuck. Die Sechsersesselbahn führt auch gleich zum höchsten Punkt des Gebietes auf 1450 Metern. Den noch 43 Meter höheren Feldberg hat man von dort gut im Blick. Erste Bögen können am Seebuck an den Reseliften geübt werden. Auch die weiten Hänge an den Sesselbahnen sind bei überschaubaren Höhenunterschieden nicht allzu schwer. Die Lifte am Seebuck sind die schneesichersten im Skigebiet. Sie gehen in der Regel als erste in Betrieb. Am Seebuck, wo auch der Snowpark steht, finden regelmäßig Weltcups im Ski- und Snowboardcross statt. Insgesamt erschließen im zusammenhängenden Feldberg-Skigebiet 9 Schlepplifte und 5 Sesselbahnen 30 Pistenkilometer von 950 bis 1450 Metern. Die Pisten am Seebuck und auch ein Teil der restlichen Abfahrten können maschinell beschneit werden. Für die Verbindung zwischen dem Seebuck und den Zeller- und Grafenmattliften sorgt die 2015 erbaute Zeigerbahn. Die Verbindung ist durch die Sechsersesselbahn nun deutlich komfortabler. Früher stand an gleicher Stelle noch ein Schlepplift. Die Pisten an den Zeller- und Grafenmattliften sind leicht bis mittelschwer. Alle Schwierigkeitsgrade sind an der Rothausbahn und den Silberwiesenliften vertreten. Die Talstation der Rothausbahn ist mit 933 Metern der tiefste Punkt des Skigebietes. Auf der Fahrt bis zur 1374 Meter hohen Bergstation überwindet die Vierersesselbahn den größten Höhenunterschied im Liftverbund Feldberg. Rothausbahn und Silberwiesenlifte erschließen unter anderem die anspruchsvollsten Pisten im Skigebiet. Schwarz markiert sind Fahler Loch, Ahornbühl und die FIS-Weltcup-Piste. Das letzte Weltcuprennen fand im Jahr 2000 statt, liegt also schon einige Jahre zurück. In der jüngeren Vergangenheit wurden die Strecken unter anderem für deutsche Meisterschaften genutzt. Geht es nach der deutschen Skiprominenz, dann darf irgendwann gerne auch mal wieder der Weltcup-Tross im Hochschwarzwald Station machen. Das wäre absolut was, wenn man sieht, wie viele Leute der Zuseher hier heute bei der nationalen Meisterschaft war. Also kann ich mir schon vorstellen, dass auch die Region wieder geradezu lechzt nach großen Ereignissen. Auch der Hang an sich, der ist sehr anspruchsvoll. Wenn man eben das Ganze runterfahren könnte, dann ist das wirklich weltcupwürdig und weltcuptauglich. An der Rothausbahn gibt es also durchaus anspruchsvolle Pisten. Die Bahn erschließt aber auch rote und blaue Abfahrten. Mit einer Länge von 3 Kilometern ist die leichte Rothausabfahrt die längste präparierte Abfahrt im Skigebiet. Viele lohnende Motive auch auf der Hinterwaldabfahrt. Die Skiroute von Grafenmatt nach Todtnau ist über 9 Kilometer lang.